die in England sehr populäre Sickrig-Angelei schwappt immer mehr über zu uns nach Deutschland. Fox hat letztes Jahr ein Sickrig-Kit auf den Markt gebracht mit eher dezenten Farben, wie jetzt braun, schwarz, rot, aber auch ein bisschen extremere Farben wie weiß. Jetzt kommen Farben in Fluoro, wie zum Beispiel Fluoro Yellow, Fluoro Orange und Fluoro Pink. Also passend auch zu Fluoro Pop-Ups, also aggressive Farben, wo die auch die Karpfen drauf stehen. Passend zu dem Foam gibt es dann farblich abgestimmt die Sick Aligner Sleeves in Yellow, Orange und auch wieder in Pink. Wer sich jetzt natürlich für keine Farbe entscheiden kann und sagt, ich will meine Auswahl haben, man will immer auf alles vorbereitet sein, der holt sich das Sick Aligner Fluoro Kit. Da ist auch dieses Loading Tool dabei, damit man den Foam in diesen Sleeve reinschieben kann. Und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe schon einen Haken gebunden. In diesem Aligner Sleeve ist ein kleines Löchlein. Da geht man mit der Schnur durch. Also genauso wie bei einem Line Aligner. Führt diesen Sleeve durch, bis er dann mal rauskommt. Schiebt den übers Hakenöhr. Also es ist von Hakengröße 6 bis 10 geeignet. Bei Sickrig Angelei fischt man meistens eh nicht mit größeren Haken. So, sitzt ungefähr bis zur Hakenspitze aufgezogen. Dann nimmt man das Loading Tool, schiebt den Foam bis Anschlag rein und steckt dieses dann von hinten vorne über. Und zieht das dann mit, da ist richtig Zug drauf, damit der Foam natürlich nicht abgeht. Dann drüber. So. Das kann man natürlich noch ein bisschen mit der Länge variieren. Man kann auch mit der Hand das noch ein bisschen nachjustieren. Weil der eine sagt, okay, ich will ein ganz kleines Stückchen Foam haben. Der andere sagt, ich will ein bisschen größeres haben. Und schneidet das dann, ich würde jetzt sagen, einfach einen Zentimeter ab. Damit hätten wir unser Sickrig. Wollt ihr mehr Videos von Fox International sehen? Dann klickt den Link hier. Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unseren Kanal zu abonnieren, klickt den Link hier.